Also ich habe euch da so ein paar telemediale Botschaften zum Corona-Reset ausgeführt. Da gibt es eigentlich drei Varianten. Ne? Das ist einmal der Corona-Reset, wo man einfach mal sagt, man, ich will die Maske runter. Aber ich sage euch, wenn ihr euch nicht ändert und nicht auf den König jetzt hört, dann werdet ihr alle mit Garantie zwangsgetestet und zwangsgeimpft, zwangsgenötigt aus Solidarität für andere müsst ihr, sollt ihr eure Freiheit aufgeben. Also kommt in die Eigenverantwortung und befreit euch von der Konsumsucht jeglicher Art. Wenn ihr weiterhin die Konsumsucht pflegt auf allen Ebenen, anstatt sie beendet, wird euch, weil ihr die Regierung nötigt, wird sie euch an den Trog des gezüchteten Bewusstseins führen. Und so wie die Tiere in den Zuchtfabriken leben, in ihren Batterien und gefüttert werden, so wird euer Leben sein. Und so wie auch so ein Hühnchen, so ein Schwein und so eine Kuh in den Zuchtfabriken raufgezüchtet wird, sie muss nichts arbeiten, sie muss nicht leisten, sie wird fett gepäppelt und dann geschlachtet. Dasselbe wird auf der Seelenebene mit euch passieren, wenn ihr jetzt den Corona-Reset nicht nutzt und denkt, dass ihr wieder ins alte Programm einsteigen könnt. Das wird nicht gehen. Das wird nicht funktionieren. Ihr müsst eine 180-Grad-Wende machen. Also ihr habt jetzt zwei Geschwindigkeiten. Ihr habt einmal keine Zeit mehr zu verlieren. Stellt euch vor, wie ein Auto, das gegen eine Wand fährt. Na, die Wand ist ganz weit weg von euch. Und ihr seht so eine große Wand. Und ihr dacht, ja, ihr denkt, die ist ja noch weit weg. Und ihr fahrt Vollgas auf die Wand zu. Und die Wand ist so riesig, dass du irgendwann gar keinen Himmel mehr siehst, gar keinen Horizont, du siehst nur noch die Wand. Aber die Wand ist so groß und du denkst, sie ist immer noch sehr weit weg. Aber irgendwann musst du runter vom Gas auf die Bremse und umdrehen, bevor du die Karre deines Lebens an die Wand fährst. Und deswegen sage ich euch, ihr habt keine Zeit mehr, auf die Bremse zu treten. Es ist höchste Zeit. Ihr habt keine Zeit mehr zu verlieren, auf die Bremse zu treten und umzudrehen. Habt ihr euch wirklich umgedreht und beginnt jetzt jeder an euch, euch zu entgiften, es zu lassen, euch in der Oberflächensucht zu zerstreuen? Da müsst ihr umdrehen. Dann habt ihr alle Zeit der Welt, die ihr braucht. Aber die Entscheidung umzudrehen, das ist der von mir gemeinte Corona-Reset. Und Lockdown der Lockdown, schließ die weg, die dich besetzen. Schließe die Besetzer von dir weg. Wenn du von Geistern besetzt bist, die dir letztendlich schaden.
Bis zum Lockdown hat das Leben der Menschheit die Chance gegeben, sich auszutoben. Jetzt mit dem ersten Lockdown müsst ihr ein neues Leben beginnen und wir müssen alle neu denken und wir müssen alles wieder gut machen, was wir dem Planeten Erde und den Lebewesen auf dem Planeten Erde angetan haben. Wer heute noch Tiere des gezüchteten Bewusstseins, gezüchtete Tiere aus Massentierhaltung ist, wer Pflanzen aus Massenzucht ist, wird auch durch das, dass er ist, was er ist, an den Trog des gezüchteten Bewusstseins geführt. Jetzt habe ich mein Handy da vorne liegen lassen. Aber genau dieses Social Network Tool Ich glaube, da Hannah am Keyboard liegt. Dieses Social Network Tool. Ich glaube, Hände am Tisch. Muss das sein? Ne? Hab ich schon mit der Hände gebracht. Ich habe es in der Tasche. Danke. Hier, dieses Ding, ne? Ist das Tor. Und irgendwann dreht sich dein Leben nur noch um dieses eine Feld. Schreib mal auf die Kamera von mir hier. Das meine ich, ja. Guck mal hier. Komme ich so nah ran? Ja. 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 Dieses Feld hier, ne? Nur noch diese eine App ist dein zentrales Wesen. Es ist der App Store. Der App Store, na, schau mal, auf welchem Niveau der App Store, unscharf, ne? Ist unscharf, weil ich keine Brille auf habe, ja. Mhm. Schau mal, das ist in einem App Store für die Welt. Muss man erstmal aushalten, oder? Das muss man erstmal aushalten. So. Nee, ich brauche die Kamera, sonst kann ich es nicht iTunen. Halt andere Hand. Jetzt schaut mal. Wenn so naives Zeug schon auf der Startseite vom App Store ist, guck mal, wie das aussieht. Alles wie ein Kindergarten. Spiel des Tages. So fängt das Leben schon im App Store an. Ne? Apropos App Store. Es gibt im App Store auch die neue Telemedial-App. Also in allen App Stores könnt ihr jetzt im schönen Blau, ne, passend zu meinem Gewand. Naja, ich gehe nochmal zurück. Ja. Passend zu meinem Gewand könnt ihr die Telemedial-App runterladen. Dort wird es dann auch diesen Livestream in der Wiederholung geben von heute. Also könnt ihr jetzt schon gucken, unter Kanal Telemedial findet ihr das, ach, wie heißt denn das Zeug alles? Apple TV oder im App Store, Google Ads und in einem Android App Store
oder in Amazon findet ihr eure Telemedial-App. Wenn ihr Kanal Telemedial eingebt, findet ihr auch die Telemediale Weltzeit-App. Die könnt ihr euch auch runterladen, die braucht ihr dann später, damit ihr immer wisst, zu welcher Zeit wir uns hier verabreden. Ja, wieder zurück zum schweren Thema Corona Reset. Wenn ihr nicht wollt, die Warnung habt ihr ja schon bekommen. Wiederholt sich vielleicht die Reihenfolge vom Ersten und Zweiten Weltkrieg und Hausarrest und Lockdown gibt es schon auf dem ganzen Planeten. Also für uns Deutschen bedeutet Lockdown the Lockdown, schließ den Laden zu, der die Schnapsflaschen verkauft. Wir brauchen dringend einen Entgiftungsplan der beiden krankhaft machenden Volksseuchen und deren Nebendrogen. Das muss auf jeden Fall der deutsche Anspruch und die deutsche Führungsqualität sein. Alle Tankstellen müssen sofort den Alkohol und die Zigaretten raus. Sofort. Alkohol und Zigaretten sind keine Lebensmittel und gehören nicht in eine Tankstelle und gehören nicht in einen Reiseproviant. Kompletter Alkohol. Stopp. Man hat zwar die Sümpfe des Alkohols trockengelegt, auch die Sümpfe der Prostitution, aber sicherlich wird die Prostitution an einer anderen Ecke der Schwarzgeldindustrie noch besser geblüht haben wie vorher, so wie auch der Alkoholkonsum insgesamt drastisch angestiegen ist. Ich sage euch, damit, wenn ihr weiter feiern und bespaßen wollt, dann geht ihr alle an den Trog des gezüchteten Bewusstseins. Ihr werdet zwangsgeimpft, zwangsgetestet. Und die Regierung weiß, was besser für euch ist. Das wird das von mir prophezeite Schicksal sein, von Menschen, die jetzt nicht umkehren. Es geht hier nicht um einen nationalen oder um einen Geschlechterreset. Es geht hier auch nicht um einen Rassenreset. Corona ist ein Karma, welches die Menschen sich eingebrockt haben und ist die letzte Warnung des Lebens, aufzuhören, den Planeten zu zerstören und auszubeuten. Aufzuhören, die Natur zu zerstören und anzugreifen. Aufzuhören, deine eigene Natur. Das ist jetzt, was ich mir von allen Freunden wünsche, dass wir uns zusammenschließen mit diesem Ziel. Jetzt richte ich an alle Demonstranten diese Worte. Es ist gut, dass ihr aufsteht. Es ist gut, dass ihr sagt, dass ihr nicht mehr so weitergehen wollt.
Aber wenn ihr euch nicht ändert, kann sich die Regierung auch nicht ändern. Und wenn ihr euch weiter betrönt und vor allen Dingen, wenn die Lieder nicht suchtfrei werden, ihr habt wie in der Bundesliga die Pflicht des Vorbilds. Wer in den unteren Schichten ist und sich mal besauft, jeder darf sich besaufen. Jeder kann sich kaputt machen. Dann wird er halt auch an den Trog des gezüchteten Bewusstseins geführt. Wenn er noch was hat, was das System an ihm brauchen kann. Den Rest wird das System auskotzen. Das wird passieren. Also, liebe Lieder, die wo denken, sie führen in Zukunft die neuen Parteien an, wenn es die überhaupt noch gibt, was ich gar nicht glaube, wenn es überhaupt einen Wandel gibt, müsst ihr vorbildlich sein. So wie auch die Bundesligaspieler vorbildlich sein müssen, weil sie die Jugend als Ideale haben. Deswegen fordere ich auch, und ihr solltet es auch fordern, aber ihr müsst es auch selber leisten. Wir müssen von allen Machthabern, von allen Landräten, von allen Bürgermeistern, von allen großen Amtsentscheidern und von allen Politikern wollen wir einen Hygienetest, einen Gesundheitsnachweis, einen Drogencheck. Drogencheck auf Alkohol, Leberwerte, auf Haschisch und Kokain, auf sonstige chemische Drogen und natürlich auch bei den Reichen Tests auf Adrenochrom. Das ist die Forderung, liebe Demonstranten, an alle Gemeinderäte, an alle Bürgermeister. Wenn ihr Auto fahrt, dürft ihr auch kein Alkohol trinken. Wenn ihr das tut, kriegt ihr Punkte und der Führerschein kommt weg. Wenn Bürgermeister, Gemeinderäte, Landräte, Regierungsräte, Minister, Präsidenten die Verantwortung für viele Menschen haben, können wir keine Jean-Claude Junckers brauchen mehr. Also Rücktritt für alle suchtkranken Machtpositionsinhaber. Das sind konkrete Forderungen, die ihr an die Regierung stellen müsst. Wenn die Regierung zu euch sagt, Maske auf, dann müsst ihr sagen, Gesundheitstest für Politiker. Das müsst ihr eintragen. Da müsst ihr dann mal mit den Mächtigen sprechen, dass der Bundestag mal so schnell, wie er Corona-Gesetze erlassen hat, nicht die Diäten erhöht, sondern die Alkoholdiät selber runterbringt. Ansonsten müssen sie weg von dieser Position. Ein Land zu führen, eine Stadt zu führen, kann nicht über die Schnapsglase oder über den Viertelesrand oder über der Weizenbierglasrand gehen. Jeder kann ja saufen, das macht ja Spaß. Aber er kann nicht andere damit in den Keller reißen. Das geht zu weit. Also erster Punkt, alles wieder gut machen. Reset, umdrehen, aufhören dumm, anstatt klug mit seiner Intelligenz umzugehen. Die Sucht Mechanismen abgewöhnen, zu läutern, ein guter Mensch werden zu wollen, das fordert jetzt der Himmel, die Erde von uns auf dem ganzen Planeten. Was ich sage, ist nur ein guter Rat und nicht mein Wille. Ich habe es nur bemerkt. Ich habe es nur bemerkt und ich bin mit 100%iger Sicherheit mir sicher, dass wir jetzt diesen Corona-Reset genau so umsetzen müssen.
jeder an sich. Und wir müssen aufhören, die Tiere zu töten. Und es muss aufhören, dass immer mehr wenige immer mehr Geld haben. Und der Kapitalstrom muss zurückfließen. Sonst seid ihr die Nächsten. Und es ist schon. Für die Reichen sind die Pflanzen und die Tiere schon lange nicht mehr relevant. Sie wollen dein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein ist ihre Nahrung und ihr Kapital. Verkaufe nicht deinen freien Willen freiwillig für 3,50 Mark. Mach das nicht. Halte dir deinen freien Willen heilig. Und du wirst nicht die Kraft entwickeln, solange du selber noch das System bedienst. Ja, warum? Du denkst, wie viel Alkoholsteuer ist drauf und welche Industrie förderst du? Alkohol ist eindeutig Nervengift. Und Alkohol macht ungehalten und gewaltbereit. Alkohol ist ein sehr zerstörerisches Wesen. Solange Alkohol dein Partner ist, wirst du nicht rauskommen. Also wir brauchen eine Dynamik, eine Massendynamik, einen Volkssport, wo wir alle Lust haben, wieder gesund zu sein. Und mein Angebot ist der Friedensvertrag für euch. Ich wünsche ihn dann für euch. Dann kriegen wir den. Und wenn wir es wirklich schaffen, müssen wir jeder den Frieden in uns finden und friedlich mit uns umgehen und nicht zerstörerisch. Jeder Lungenzug, den du machst, ist ein Angriff auf eine Armee von Millionen Lungenbläschen in deinem Körper und fördert die Gewaltbereitschaft in dir. Mal ganz nebenbei. Jetzt müssen wir alle anfangen, wieder an unserem Planeten alles wieder gut zu machen, was wir angerichtet haben. Und wir müssen alle jetzt anfangen, alles wieder gut zu machen. Ja, ich weiß, was ich sage, ist nicht so populistisch. Und meine YouTube-Videos haben ja nur ein paar hundert Aufrufe oder vielleicht 1.000, 2.000. Weil es keine nackten Ärsche gibt. Weil es vielleicht nicht das zu hören gibt, was dir gefällt. Aber früher oder später müsst ihr mir recht geben und ihr müsst sagen, Scheiße, es stimmt, er hat ihr recht. Und ich hoffe, dass es nicht zu spät ist, Freunde. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu spät ist. Mit vielen Menschen, die sich so um Deutschland kümmern und die alle retten wollen, die die Welt retten wollen, sind sich einig, dass die Welt nur einen Frieden bekommt, wenn Deutschland einen Friedensvertrag bekommt und Deutschland ein neues, ordentliches, gesundes Sozialsystem aufbaut. Und es gibt genügend, mit denen ich mich zusammensetzen kann, dass wir es entwickeln und vorstellen können.
Das wird sich lohnen. Und dann können sich diesem Vorbild die anderen Länder anschließen. Und dann bleibt die Menschheit auch erhalten. Denn was zurzeit geschieht, dass ihr in Masken versperrt sind und man euch übers Telefon sagt, was ihr tun sollt, ist ein Vergehen an der Schöpfung. Für was ist die Menschheit so weit gegangen, dass sie zum Schluss nicht besser wie eine gezüchtete Kuh oder ein gezüchtetes Hühnchen sein Leben abstreicht und ackert und wirtschaftet, dass hinten nichts rauskommt? Arbeitet an euch, findet euer inneres Gold, entdeckt deine innere Schönheit, entdecke deinen inneren Reichtum und beginne dich zu entdecken. Schließ dich der telemedialen Lebensschule an. Schau Kanal Telemedial, das einzigste virale Fenster, welches du noch in den Social Networks sehen kannst. Hier könnt ihr wieder zu euch finden. Hier hört ihr, was euch nicht gefällt. Hier hört ihr nicht Mainstream. Und hier hört ihr auch nicht Alternativmedien. Hier seid ihr beim Virus telemedial. Er ist älter wie der Coronavirus, das Coronavirus. Vom Telemedialvirus sprechen wir schon seit 2007 und seine ansteckende Gesundheit. Trainiere dein Unterscheidungsvermögen. Das ist das, was die Qualität eines Menschen ausmacht. Also meine Parole: Arbeitet klare, vernünftige Forderungen auf, wenn ihr zu Millionen nach Berlin rennt. Rennt nicht mit Millionen hin, damit ihr mal eine große Party habt und noch eine größere Love Parade, weil ihr noch mal Party wollt, sondern sagt zu eurer Regierung, wir sind jetzt vernünftig und ihr auch. Solange wir jetzt die Masken drauf haben, müsst ihr uns euren Führerschein zeigen. Du sollst deine DNA preisgeben mit einem Test. Du sollst aus sozialen Toleranzen und aus Solidarität deine Freiheit einengen. Fordere von deinen Politikern, dass sie dir ihr Gesundheitszeugnis geben. Wollt von Frau Merkel und von allen Ministern, von allen Präsidenten, von allen Bürgermeistern, von allen Gemeinderäten, von allen Politikern und von allen wichtigen Amtsstuhlbesitzern und Entscheidern ihren geistigen Gesundheitsausweis sehen, dass sie nicht geisteskrank sind, dass sie nicht durch Sucht geistesgestört, abhängig und manipulierbar sind. Sucht, ja, wie sagt man beim Autoführerschein? MPI oder wie heißt das? MPI, IPM, UP. Ach, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist eine Forderung. Und hört auf zu jammern, wie Waschweiber hier auf euren Demos. Hört auf, den Leuten mit eurem Geschwätz das Ohr abzukauen. Ihr Buchautoren, benutzt diese Masse nicht, damit ihr mehr Bücher verkauft. Unterwandert die gute Intention für Freiheit,
und Frieden nicht mit eurer Selbstdarstellungssucht, sondern bringt endlich konkrete Forderungen, ungefähr solche, wie ich euch gerade empfohlen habe. Aber nur das Gejammer und die Zahlen vom RKI, die stimmen ja gar nicht. Die Medien, die lügen ja. Ja, wir sind in einem Phrasenimperialismus. Die haben nie etwas gelernt, wie besser und besser und besser zu lügen und sich zu organisieren. Doch die haben wenigstens so viel Intelligenz entwickelt, dass sie ein Weltnetzwerk der Lügen aufgebaut haben. Diese kriminellen Lügenmenschen sind wenigstens intelligent und fleißig. Wenn auch für die Unterjochung und für die Verkommenheit. Und nicht wie ihr, die nur hier Party und Bespaßung wollen. Tja, wer schafft und fleißig und riskiert, der gewinnt. Also, die haben es ja geschafft, sich zu organisieren, zu disziplinieren, zu strukturieren, dass ihr jetzt die frei sein wollen. Ihnen jetzt in der Abhängigkeit steht. Ja. Ich sag euch was. Ihr müsst noch Glück haben, dass ihr an den Trog des gezüchteten Bewusstseins geführt werdet und wirklich noch versorgt werdet. Ihr verkauft euren freien Willen und eure Seele an den globalen Parasiten. Okay. Dann geht diesen Weg. Aber es kann ja auch passieren, dass die sagen, du taugst nicht fürs System, denn das neue System nach dem Corona-Reset will intelligente, gehorsame Willenlose. Wer sich dazu bedröhnt, den braucht man auch nicht. Das wird jetzt alles aussortiert. Das wird vom Leben ausgekotzt. Das geht exponentiell schnell. Also entscheide dich. Gehst du raus aus deiner Selbstzerstörung? Und du setzt dich mit deinem abgegebenen freien Willen gut versorgt in das System des gezüchteten Bewusstseins. Lieber Deutscher oder Deutschsprechender, oder du fängst an, wirklich richtig an dir zu arbeiten, entgiftest dich. Und vor alle Dinge, die Menschen, die das Potenzial haben, hab den Mut, wie die Demonstranten auf die Straße zu gehen. Und ihr geht in eure wahre Größe. Und wenn die Zeit ruft, nimm auch mal Verantwortung. Daher fordere ich heute die gesunde mentale Elite Deutschlands auf, macht euch bereit, in euren Verantwortungen zu gehen, das neue Deutschland aufzustellen. Denn wenn ihr es den Jens Spahn machen lasst, ne? Der hat eine andere Idee. Der hat die Idee schon versucht, im Bundestag durchzusetzen, dass er deine Organe kriegt. Dort hat die Regierung dann entschieden, dass er das mal nicht so durchbringt. Und da sind wir in Deutschland, Gott sei Dank, danke
an die deutsche Regierung, dass ihr an der Stelle Jens Spahn nicht die Mehrheit gegeben habt, indem automatisch beim Todesfall oder bei einem Unfall, bei Hirntotheit, man automatisch Organspender ist, wenn man nicht widerspricht. Ihr wisst es nicht, aber ich sag's euch. Wir sind noch die Letzten in Deutschland. In den meisten Ländern wird es schon so gehandhabt. Also, wir müssen da zurück. Und ihr müsst es nur für euch selber tun. Ja, die paar Hansel, die jetzt dieses Video sehen, auch ihr werdet nicht die Eier haben, dieses Video zu teilen. Ihr Hosenscheißer. Ihr habt nicht die Eier, dieses Video zu teilen. Nicht mal dazu habt ihr die Eier. Ihr behandelt es wie eine geheime Freikarte für einen Puff und haltet es geheim. Aber ihr habt nicht den Mut, es zu teilen. Ja, und dann müsst ihr auch euch von mir den Hosenscheißer gefallen lassen. Ja, es ist eine Provokation, natürlich. Ja, er hat dieses Wort gesagt. Ja, ich habe schon viele Worte gesagt. Weil das, was man ist, muss man benennen. Sonst nimmt es die Macht über dich. Also dann schlaft schön, ihr Lieben, mit den Worten deines Meisters und deines Königs. Und teile es nicht. Steck es geheim in deine Schublade und schreib es dir wenigstens selber hinter die Ohren. Und werde gewaltfrei in deiner Kommunikation. Denn solange ihr Frieden schreit, wie gewalttätige Rebellen, werdet ihr nie Frieden kriegen. Ihr müsst erstmal üben, wie ihr gewaltfreie Kommunikation, gewaltfreie Gestik, gewaltfreie Mimik. Pflegt eine gewaltfreie Kommunikation und übt gewaltfreie Kommunikation. Also, ich nehme das jetzt zurück. Ich entschuldige mich bei dir, dass ich, wenn du nicht teilst, dich Hosenscheißer genannt habe. Tut mir nicht leid, aber ich entschuldige mich, dass ich das gesagt habe. Du kannst dich ja selber prüfen. Viele werden es auch nicht teilen, weil sie gar keine Zeit haben, mehrere Stunden mit mir zu sein. Heute macht man TikTok, da geht alles im 1 Minute bis 15 Sekunden Takt. Das ist die Geschwindigkeit, die heute süchtig macht. Da ist ja so ein Kanal telemedial eine richtige Entschleunigung. Also, spreche ich die ganze Zeit in die Kamera und die ist an, ne? Das hätte ich mir auch mal sagen können. Weil die Kamera hat das Rotlicht an auch.
Also, Freunde, dann sage ich es euch jetzt. Herz 5 und Hua Jai Ha, das heißt Frieden für deinen Geist, Frieden für dein Herz und Frieden für dein Leben. Ja, wir können ja noch ein paar Minuten meditieren. Ach so, ja. Und wenn es zu anstrengend war und ihr braucht noch ein Haar in der Suppe, die Zeitung und Wikipedia hilft immer. Ach ja, und noch was. So an alle, die gerade von der 1. August-Demo am eigenen Körper verspürt haben, dass die Medien lügen. Ne? Im Fall Thomas Hornauer sagen sie immer noch die Wahrheit. Aber das sage ich euch, in Wirklichkeit bin ich noch viel schlimmer. Und noch was. Vorher bringt ihr einer Katze das Bellen bei, wie einem Journalisten die Wahrheit zu sagen. Ne? Ganz klar. Ne? Also, die Medien sind nicht dazu geboren, um dir die Wahrheit zu sagen. Sie sind natürlich dafür da, um dich zu belügen und zu manipulieren. Nur dafür nimmt man doch Geld in die Hand. Denn ihr Job. Und sie verkaufen dir die Lüge, die du selber glaubst und hören willst. Ne? Also wer glaubt, die Zeitung oder die Medien, die sind da, um dir die Wahrheit zu sagen, das ist ein Trugschluss. Ne? Bevor die Wahrheit sagen, wie gesagt, bringst du einer Katze das Bellen bei. Gute Nacht.